viel weniger töten. So, was habe ich jetzt angeklickt? Lassen wir uns überraschen. Nördliches Hochland. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil hier gibt es auch den Händler mit den Plänen. Aber wo ist der? Wir gucken mal alles hier an. Gehen auch nach Leorix, den Jagdgründer, wie sie heißen. Ja, du bleibst noch kurz hier. Geh zuerst hier runter. Das nehme ich so krass. Aber ich nix. So, ja, eben. Es ist stinklangweilig in einem Kerker und es hilft nichts. Man kommt dann raus, ist zwar ein bisschen ein anderer Mensch, aber hat wirklich nichts gelernt. Überhaupt nicht. Die meisten Häftlinge machen dann weiter. Und für was denn? Oder für was gibt es Todesstrafe? Die haben es noch. Die würden sich noch freuen, wenn sie sterben könnten. Dann müssen sie ihre Strafe gar nicht am Ding haben. Dann sind sie einfach weg. Viele denken, sie werden dann bestraft von Gott oder so. Aber mal ehrlich, glaubt ihr das überhaupt noch? Meine Es ist Töchter klar, aber eben, ein interessieren sich Gott, nicht der weiter für ist die nicht... Chakra, nur für die Kopfprämie. Ja, sorry jetzt für diese Religiösen unter euch, aber ein Gott ist nur ein Gedanke eines Menschen. Und wieso tut man nicht irgendjemand zum Gott machen, den man liebt, aber am besten einen, der schon tot ist? Wieso gibt man einem Toten nicht die Anerkennung? Zum Beispiel mein Großvater, der war der Beste. Der hat mir viel gelernt über Überleben, über... ja, was die Arbeit überhaupt für einen Menschen bedeutet, alles Mögliche. Und der hat mich weggelockt von den Konsolen und so. Ich war damals ja schon ein bisschen süchtig. Und ja. Und es war wirklich spannender im Wald, als auf einer Konsole irgendwas zu gamen. Oder auf dem PC zu gamen. Also, es ist wirklich spannender, wenn man sich wirklich befasst mit so etwas. Es ist wirklich spannender. Und ja, es ist halt die Wildnis und so, hat immer irgendwas, die hat immer Unterhaltung. Man sieht wieder etwas Neues oder hört etwas, was man noch nicht gehört hat. Alles Mögliche, das hat einen riesen Unterhaltungswert und das wissen die meisten gar nicht. Aber jetzt zurück zum Thema, Gott, ja, manche Religionen sind halt so, wenn man an einen anderen Gott denkt, dann ist man böse. Und genau deswegen ist zum Beispiel in Sudan Krieg oder in Syrien oder sonst irgendwo, die ganze Zeit muss irgendwas, was ihnen nicht passt, getötet werden, oder? Also angegriffen werden. Und ja, es ist halt einfach, wenn man die Leute sein lässt und sie nicht hinweisen, machen sie so weiter. Aber das, was zum Beispiel Amerika macht, das ist unter aller Sau. Und ja, man kann ihnen doch ja, sagen, erzählen. Und ja, wir haben ein Unique. So. Ja, dann würde viel weniger Krieg auf dieser Erde geben. Und ja. Aber es wird eben den Falschen geholfen. Es werden immer die... Cool. Es werden immer eigentlich denen geholfen, die natürlich Schutz brauchten. Das ist ja die Ansichtssache, oder? Aber würde man denen helfen, dass sie nichts mehr machen, also den Bösen, dass sie nichts mehr machen, dann wird es den anderen auch gut gehen. Und man hätte zwei mit einer Fliege, also zwei Fliegen mit einer Klatsche getötet, ausgemerzt.
Und das ist ja mal richtig geil. Ein der Zombie-Hund beschwört einen einzelnen riesigen Hund, der mehr Schaden verursacht und über mehr Leben verfügt als alle anderen Hunde zusammen. Das ist ja mal geil. Aber jetzt muss ich noch schauen. Ja, ja, bisschen Resistenz ist egal. Natürlich werden die vier Hunde zermatscht. Und? Also größer ist er nicht. Ein bisschen größer. Okay. Schau mal, ob ich dann immer noch safe genug bin, dass ich nicht fokussiert werde oder so. Aber ich denke, es ist schon ein bisschen schwieriger, aber der macht eben auch viel mehr Damage und so. Ich will mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, welches von ihm ist. Aber das ist doch mal geil, das Amulett. Wieso nicht? Wieso nicht eines? Wieso macht man nicht aus vier einen? Sieht jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, weil ich natürlich ein Necro sein will. Mit mehr Sachen, aber eben. Sobald wir ja das Tuni Master Set komplett haben, oder einfach ein paar, dann haben wir ganz viele begleitet permanent und dann werden auch wieder immer wieder neue gespawnt und alles mögliche. Durch die Passiven natürlich, nicht durch das Set. Und ja, zu viel Damage einbüßen. So, Hochlandhöhle. Wieso finde ich jetzt so wie viele weiße Items wieder aus diesen Behältern? Ach komm. Also eben Level 70 muss ich noch erreichen für heute. Und ja, dann ist leider die Aufnahme schon wieder vorbei, aber ich nehme ja bald wieder auf. Eigentlich geht es bei euch direkt weiter. Oder vielleicht einen Tag dazwischen. Es gibt irgendwie einen Rift, wo ganz viele dieser Goblins sind. Aber ich habe ihn noch nicht angetroffen. Hätte ich aber gerne mal. Aber es wäre das nicht zu OP irgendwie. Also zu unbalanced. Dann gibt es glaube ich noch eine Rift Art, die hat 10 Levels, also ist extrem lang. Dann gibt es eben diese Gitterstruktur Gefängnis Levels, die extrem groß sind. Das ist nur ein einziges Rift Level, aber gigantisch groß. Da hatte ich einen heiten Spaß erst kürzlich. Und da gibt es, an aller Ecke gibt es dort Elite Gegner. Aber leider waren damals die falschen, also so richtig zäh oder Schamanen und alles mit. Da möchte ich auch gerne wieder ohne scheiß Gegner sein Level machen, komplett. Und dafür brauche ich eine ganze Aufnahmesession wahrscheinlich. Also es geht recht gut mit einem Dinghund. Jetzt ist zwar ja, der extra Hund für nichts, aber dafür machen sie auch mehr Schaden. Hallo? Lol, sind das Geister?
Ja. Sodele, was ist denn hier? Diebesimmunität. Ich hätte lieber eine gestohlene Immunität, also dass mir nichts gestohlen wird. Diebesimmunität, wieso nicht? Ist ja nicht schlecht. Regeneration. Trefferchance, schade. Kritische Trefferchance geht runter. Nein, ich brauche nicht so viel Defensive. Ecken ignorieren. So. Weiter geht's. Man findet eigentlich immer nur noch Schrott. Aber eben. Ich kann nichts dafür. Das ist Blight. Das Webel ist dort wahrscheinlich so. Dass man einfach die ganze Zeit nur Schrott findet. Darum finde ich manchmal auch so Spiele wie Skyrim ein bisschen besser oder Gothic oder so. Da ist es eigentlich fest, dass man irgendwas Gutes findet. Also bei Gothic ist es natürlich mehr so. Dort sind eigentlich alle Items an einer Ort und Stelle. Und nicht zufällig. Ich mag irgendwie Zufall nicht so. Darum spiele ich auch kein Glücksspiel oder sonst irgendwas. Ja. Aber es ist nicht so, dass man immer wieder sofort einen Item findet und dann hat man wieder keinen Bock mehr. Sowas. Also, Gothic 1 hat sehr gut gemacht, Gothic 2 hat es dann wiederum nicht so gut gemacht, Gothic 3 hat es gar nicht gut gemacht, aber da habe ich zum Beispiel ein Schild gefunden, da habe ich richtig Freude drauf gehabt, weil ich immer nur schlechte Schilde gehabt habe und ich hatte damals gerade ein Paladin gemacht mit Schild und so. Und deshalb, ja, das war richtig episch. Ja, das war noch gut, 2006. Als Gothic rauskam, habe ich es damals also von einem Kollegen ausgeleiht und ich habe nicht mal einen Bug irgendwie richtig gemerkt und alle haben herumgeheult, oh, Gothic 3 ist so verbuggt gewesen beim Start, alle haben rumgebuggt. Und als ich 2011 Gothic 3 wieder kaufte, und ich habe es schon wieder verloren, also nicht verloren, also ja, einmal, ja, ich habe es jetzt verloren, also vor 3 Jahren habe ich es verloren, 2006 habe ich es ja nur ausgeleitet, also habe ich es nicht verloren. Also eben, ja, als ich es dann wieder gespielt hatte, da habe ich einfach nur noch gestaunt, was als Gothic 3 passiert wurde, also mit dem Community Patch und wie viele Mods rausgekommen sind, die das Spiel verbessern und so. Da gibt es nicht hunderttausende Mods, da gibt es ein paar Mods, die extrem gut sind. Bei Oblivion und bei Skyrim gibt es hunderttausende Mods und nur ungefähr ein Drittel sind gut oder so. Ja, ja. Okay, ja, und deshalb finde ich Gothic 3 natürlich auch besser als, da muss man nicht stundenlang nach Mods suchen, bis man endlich mal einen guten hat. Und ja. Es ist auch gut, dass Gothic 3 eigentlich nur in Deutschland berühmt ist und natürlich in der Schweiz und Österreich, also in der deutschsprachigen. Weil ich finde, deutschsprachige Leute haben viel mehr Spaß und sind nicht so ehrgeizig, dass sie nur Schrott entwickeln und dann mit 1000 Werbung und alles mögliche das vertreiben. Man kann Schrott gut verkaufen. Zum Beispiel iPhone, also von Apple. Apple baut nur Schrott, verkaufen sich super. Apple, beste Firma der Welt. Natürlich die beste.
von Verkaufszahlen. Aber die Firma Apple ist von der Qualität hinter dem letzten Mund. Also, ich habe mir seit über 13 Jahren wieder mal ein Handy gekauft. Und ich kann nicht glauben, wie schlecht das ist im Gegensatz zu zweiten Jahr 2000. Damals gab es natürlich nicht so viele Sachen, aber damals hatte man noch Spaß am Telefonieren. Heutzutage, oh, ich kann nicht telefonieren, ich muss ja noch das spielen, da muss ich noch den Wecker stellen, da muss ich noch Musik hören, da muss ich noch irgendwas runterladen. Ja, das geht alles ein bisschen in den Hinterkopf. Viele Leute telefonieren wahrscheinlich gar nicht mehr mit dem Handy. Das finde ich so, ja. Sorry, aber ich finde es einfach, Apple entwickelt in die falsche Richtung. Und natürlich kann man Menschen manipulieren mit Werbung, mit günstigen Angebot, was Apple überhaupt nicht macht, aber ja, dazu sprechen wir später. Ja, wie gesagt, Apple kann Menschen manipulieren. Das ist die Marktwirtschaft. Und wie ihr seht, kommt das auch bei den dummen Menschen gut an. Aber wenn man jetzt bedenkt, es gibt auch intelligente Menschen auf diesem Planeten. Aber nicht alle Menschen merken das. Das ist normal. Menschen sind auch nicht allmächtig und wissen gleich alles, aber wenn man nur mal dieses Grüppchen zusammenhalten könnte und was gegen diese Apple-Sachen machen würden, dann würde es nicht nur uns besser gehen, auch Apple würde es besser gehen. Und noch etwas, diese Firmen, zum Beispiel Apple, Google und so weiter, die bieten den Leuten, die dort arbeiten, extrem viel Freizeit und so, die können machen, was sie wollen. Aber ist das jetzt wirklich unbedingt notwendig? Eine Arbeit ist nicht dazu da, Ferien zu machen. Eine Arbeit ist dazu da, irgendwas zu erreichen oder etwas, halt, ja, Geld verdienen, oder? Und muss denn unbedingt jede 5 Minuten dann Pause gemacht werden? Es ist klar, die Leute sind dann motiviert und arbeiten mehr, aber im Gesamtpaket verliert doch Apple und Google dann viel zu viel Zeit, weil die Leute eben nicht mehr so produktiv, also eben nur kurzfristig produktiv schon arbeiten oder so. Ja, das weiß ich jetzt nicht, wie genau das ist. Aber wenn man doch unbedingt Freizeit braucht, spielt doch Fußball. Oder ein anderer Sport. Oder macht irgendwie extrem Wandering oder extrem Schwimming, extrem Achterbahnfahren oder extrem Gaming. Aber doch nicht irgendwie in einer Firma mit Rutschbahn und mit Konsolen und so arbeiten. Ich brauche mehr Mana. Es ist für mich irgendwie widersprüchlich. Dann ist es keine Arbeit mehr, sondern Freizeit. Und darum sollten die eigentlich auch kein Geld verdienen. Eigentlich müsste man im Fußball auch kein Geld verdienen. Das hat man früher auch nicht so richtig gekonnt. Aber heutzutage bekommt man ja Sponsoren, alles mögliche. Werbeeinnahmen, oh Gott, und vom Club wird man noch extrem belohnt mit dem Lohn und so. Aber eben, natürlich, Fußball wäre natürlich auch eine Freizeit, aber eben anders. Da muss man Freizeit machen. In einem Apple-Büro muss man nicht Freizeit machen. So. Aber darf man. Ich gehe noch hier hinten durch. Ich will gründlich sein. Gründlich. Ich meinte immer, hier wären 2 Elite oder Champion. Haben sie auch genervt.
Oh, ich liebe den Hurricane, der Sharknado. Also hier ist es ja Piranhado. Aber irgendwie, die Leute finden den alles als Trash-Film. Ich finde ihn nicht Trash-Film, also. Ich habe ihn damals, als er auf DVD rausgekommen ist, von meiner Schwester ausgeleitet und dann gesehen und ich fand jetzt nicht mal so schlimm. Natürlich keine Story und Blödsinn und so. Aber das ist ja beim Goat-Simulator auch so. Viele sagen einfach, das ist der größte Trash und so. Aber es ist ja gewollt von den Entwicklern. Es ist wirklich gewollt. Haben wir hier kein Bein? Nö. Das Bein ist so selten geworden. So extrem selten geworden. Wahrscheinlich ist der Kauderwelschstein noch seltener. Aber ich habe gelesen, dass da irgendwie ein Bug ist, dass der nicht droppt. Wer, du bist ein Kreusel. Kreuselwicht. So, gehen wir hier wieder durchs Portal. Ich will jetzt den Schlechter nicht noch besiegen. Wir müssen noch die Hälfte machen. Hui, hui, geht noch lange. Aber ich werde da weiter aufnehmen. Ich habe die Challenge jetzt gesagt. Und ich werde sie auch machen. Hä? War da nicht mal ein Portal? Okay. Hein des Weglagens. Ah, das ist... Okay, da gibt es jetzt einen Waypoint. Komisch. Aber in der Kamera ist hier noch ein Waypoint. Das weiß ich. Das war ein Gainer. Ein musikalischer Gainer. Ich müsste wieder schlafen gehen. Also dann nehme ich Medieval, sobald ich wieder aufgewacht bin, auf. Ich wollte das eigentlich jetzt nach Diablo aufnehmen, aber ich bin schon müde. Und ich wollte ja mal auch Warband weiterspielen. Weiter Let's Playen. Aber momentan habe ich nicht so Lust. Aber wenn ihr das auch wollt, dann kann ich es natürlich für euch machen. Irgendwie habe ich noch ein bisschen Motivation, wenn andere sagen, was ich machen soll. Habe ich irgendwie nie Motivation. Andere fühlen sich so extrem. Oh nein, kein Bock, irgendwas zu machen. Ich hatte zum Beispiel Hausaufgaben immer gern gemacht. Ich bekomme immer ein bisschen Motivation davor. Eine neue Herausforderung, eine neue Challenge. Challenge accepted. Bing. Bing, bing. 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 Laser. Wir sind hier in einem Star Wars Film. Und hier wird sehr schnell geschossen. Die Gegner müssen aufpassen, sie weichen aber nicht gut aus. Star Wars. Und die verfluchte Abtei. Jedi-Ritter. Jedi-Ritter setzt eine Psy-Macht ein. Der Piranhado. Hier kommt euer Tod. Und jetzt werden kleine Yeti, kleine Yodas beschwören. Habe gemachte falsch gesehen. Falsche gemachte Grammatik sein haben wollen. Und boom, Fetz, Splitz und Würmchen austritt. Ablublub.
blub 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 blub. Und schon wieder ein Nervengegner. Mit Laser und mit diesen Sperren. Übertreib's nicht. Na 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 na. Batman! Ach komm. Ein Würmchen. Ein Würmchen, hä? Schneewürmchen. Ah gut. Würmchen besiegt. Hallo Würmchen, wie geht es dir? Oh. Kannst du nicht mehr antworten, ist deine Fresse poliert. Schade. Hier kommt euer Tod. Da habe ich eine richtig gute Idee, aber ich muss zuerst Real-Life-Videos aufnehmen können, also eine Kamera haben. Oder eine Webcam oder so. Aber natürlich eine richtige Kamera, wäre natürlich Opa Pro. Und dann... dann... Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Aber das sage ich ja natürlich noch nicht. Also bleibt dran. Es wird sich lohnen. Oh, bleibt dran. Ich find's geil, wie manche YouTuber sich eben so richtig bemühen, um die Leute dran zu haben. Man sieht es an den Kommentaren. Die Leute haben es satt, aber manche YouTuber sind zu dumm, um es zu merken. Da wird zum Beispiel geschrieben, mach doch nicht immer die ganze Zeit so kleine Minispiele, let's play doch mal wieder an einem Stück und so. Aber es wird ignoriert. Es wird gar nie gelesen, was in den Kommentaren steht. Und die User, die sich beschweren in Kommentaren, disliken nicht mal die Videos. Wenn ihr bei mir, macht es bei mir, aber nicht bei den anderen, wenn ihr irgendwas schlecht an mir findet, dann disliked mich doch bitte und schreibt unten dran dann auch, wieso ihr, also in die Kommentare, wieso ihr das Video schlecht findet. Da kann ich mich wenigstens ein bisschen bessern. Aber so weiß ich auch nicht, wieso ich halt noch nicht so beliebt bin wie andere. Aber eben, es ist meistens halt wegen der Werbung. Werbung macht schon viel aus, aber Werbung ist für mich eine Korruptheit. Werbung ist für mich negativ. Und ja, deshalb mache ich nicht Werbung. Aber ich mache eben sehr viel für euch. Und sehr viel auch für mich selber. Und scheue keine Mühen oder so. Und bin halt schlicht. Ich bin halt schlicht, das ist wahr. Ich habe zum Beispiel kein Intro. Ich habe keine Einblendung und so. Aber ich persönlich hasse das. Und ich möchte es natürlich dann auch nicht in meinen Videos sehen. Und... wer das akzeptieren kann, cool. Wer das nicht akzeptieren kann, es gibt andere YouTuber. Und ja. Lol. So ein großes Teil. Schamane oder was das ist. Okay, Höhle der Gefallenen sind wir jetzt und müssen die zweite Ebene. Mitten ins Herz. Ja, mitten ins Herz. Huhu. Ja, eben, YouTube sind schon ein bisschen froh über Kritik oder Feedback. Also, wenn ihr denkt, und ich will eins sagen, es gibt immer viele Kommentare, das bedeutet zum Beispiel, super Video, ich habe dich abonniert und geliked und schau bitte bei meinem Kanal vorbei. Diese haben nicht geliked, die haben nicht abonniert, aber müssen natürlich Werbung machen. Und solche Leute, also solche Kommentare,
die werden bei mir als Spam gekennzeichnet. Das heißt, wenn ihr solche Kommentare macht, dann werden es die anderen nicht sehen. Also bitte, hört einfach mit dem Scheiß, also die, die es betroffen treffen natürlich, und die, die es nicht betreffen, macht es bitte nicht. Also. Und deshalb, ja, das ist gut von YouTube, da werde ich nicht immer, ja, muss ich natürlich nicht immer Müll beseitigen und solche Sachen. Weil es ist ja schon klar, dass ihr, vor allem die nicht so guten YouTuber, an Abonnenten kommen wollt oder so. Aber eben auf andere Weise. Und nicht über Werbung. Also das ist jetzt für mich schon Werbung. Obwohl es für manche nicht Werbung ist. Auch wenn unsere Gegner stark sind. Aber für die ist wahrscheinlich nicht mal ein Riesenschild auf einem Platz, auf einem öffentlichen Platz oder so, Werbung. Und für mich ist Werbung ein No-Go. Ich mache nie Werbung, also außer unabsichtlich oder einfach per Zufall. Aber keine störende, also viele Werbung stören mich einfach übelst. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die Partnerschaft wieder kündigen soll oder einfach die Werbung deaktivieren soll, die am Anfang manchmal kommen. Weil 99% von meinen Abonnenten haben Adblocker dran und da verdiene ich ja sowieso nichts, also bitte. Wieso sollte ich dann eigentlich Werbung machen? Und ich werde es wahrscheinlich jetzt dann bald machen. Was sagt ihr eigentlich dazu? Also wenn ihr überhaupt das Video schon mal schaut, aber das werdet ihr ja, sonst hättet ihr das nicht gehört. nein, noch nicht bereit. Es ist halt einfach so, dass es hat nervt. Man will nicht 30 Minuten Werbung vor einem guten Video haben. Wenn eine kleine Einblendung sein würde und nicht so eine gigantische, die man davon auch kommt, dann ist es ja noch okay. Aber eben, ich habe auch halt YouTube Adblocker an und werde es weiterhin benutzen. Und das dann sage ich auch nichts zu euch, weil ich bin auch schuld, ich bin auch ein Übeltäter, weil ich Adblocker benutze. Aber eben, mit YouTube sollte man nachher kein Geld verdienen können, müssen, wollen, sollten, weil es halt eben eine Hobbyplattform ist und keine Berufsplattform. Und die ganze Zeit werde ich angeschrieben, Sponsor, wir sind ein super Sponsor mit Top Support, alles mögliche, für pro Video 1 Cent. Da denke ich, what the fuck? Pro Video 1 Cent? Dann hätte ich ungefähr 1500 Cent verdient in 3 Jahren. Wow, 1500 Cent in 3 Jahren. Cool, richtig cool. Nein, bitte, ich will keinen Sponsor. Ich habe genug Geld. Ich habe ungefähr 14.000 Euro auf dem Urlaubskonto für Urlaubsreisen. Dann habe ich noch, weiß nicht wie viel, 60.000 oder so auf meinem Freizeitkonto. Und dann kommt erst mein Dingkonto, mein erspartes Konto. Und das ist wahrscheinlich noch höher. Ich habe viel Geld, aber ich kann es nicht ausgeben, solange es ich nicht ausgeben kann. Ja, es ist halt, bin ich halt nicht reich. Und da ich auch nicht viel ausgebe, brauche ich es auch nicht so extrem unbedingt. Aber eben, ich hätte es ja gerne. Und ich gebe ja mein Geld eigentlich für euch aus. Großflächig. Natürlich muss ich auch manchmal Fußballschuhe oder sowas kaufen. Aber das meiste Geld gebe ich fürs YouTube aus. Also bitte. Also wieso brauche ich dann einen Sponsor? Wenn ich es freiwillig mache. Schudele. Wir haben nichts Neues gestellt bekommen. Gehen wir kurz noch.
leeren, gehen dann nochmal die letzten, den letzten Strich machen und dann muss ich wieder schlafen. Ich bin müde. Ups. Aber da ich nur 5 Stunden oder weniger pro Tag schlafe, ist das auch nicht weiter schlimm. Ich schlafe sowieso von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags. Das meiste. Da kommen auch bei mir am meisten Videos, weil ich nebenbei halt die Videos hochlade. Ja. Und eben aufnehmen, ich habe keine festen Zeiten. Ich schäme mich nach Plan. Also ich schäme mich davon, nach Plan zu arbeiten. Und deshalb kann ich auch nicht versprechen, dass jeden Tag gleich viele Videos kommen und an gleicher Zeit oder so. Also eben. Für mich ist es kein Job, Let's Playen. Für mich ist es eine Freizeit und jo, und ihr könnt ein bisschen Fan bedienen und sagen, wie viel, ja, Videos ihr wollt oder so. Einfach mit einem Limit natürlich pro Tag. Sagen wir, 12 Videos pro Tag sind mein Limit. Das schaffe ich aber nur, wenn ich mal irgendwie krank bin oder verletzt bin, weil ich natürlich die Hälfte des Tages Fußball spiele und danach noch schlafen muss. Also 4-5 Stunden pro Tag fürs Hochladen und 2 Stunden fürs Aufnehmen ist okay. Mehr will ich auch nicht so unbedingt machen, also es gibt eine Limite. Sagen wir 2-6 Videos kommen zu 90% jeden Tag. Und wenn ihr es nicht glaubt, früher habe ich manchmal 12, einmal sogar 13 Videos hochgeladen pro Tag. Da war ich noch ein bisschen depressiv. Und habe herumgegammelt, herumgechillt. Weil ich da noch schwer krank war und schwach war und alles mögliche. Ja. Bin ich zwar immer noch, also ich habe meine permanenten Krankheiten. Oh, also noch. Oder, ja. Deshalb, ja. Kann es wieder sein, dass ich in so ein Loch falle. Und dann brauche ich ja eigentlich auch euch. Also, ich mache das auch für meine Krankheit, also gegen meine Krankheit. Dass es mir gut geht. Solche Sachen. Und dass ich sehen kann, dass es meinen Kollegen auch gut geht. Auch wenn viele Kollegen mir gar nie etwas zurückgeben oder so. Es ist mir eigentlich relativ schnuppe. Es liegt einfach daran, dass ich ja halt ein riesen Mitleidsgefühl habe. Also ich bekomme schnell Mitleid, wenn es jemand nicht so gut geht oder so. Und das auch ein bisschen voran, also ersparen möchte. Aber das werdet ihr wahrscheinlich dann im Fußball genug sehen von mir. Und dieses Pussy-Verhalten von manchen Spielen im Fußball, das ist wirklich unter aller Sau. Und wenn ich mal verletzt bin, für was am Boden kriechen? Also natürlich hat man dann Schmerzen, aber wieso sollte man sich am Boden rollen? Kann man gleich Rollmops spielen und eine Trainingsmatratze nehmen und sich da einkugeln, einrollen. Was sonst irgendwas, also bitte. Es war wieder so ein Skandal irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, welches Spiel es war, aber ich will ja auch keine Spielernamen sagen. Ja, es ist halt richtig Ding und das Verhalten von manchen, die rassistisch begleitet, halt jetzt die Fresse. So, von diesen Opfern, nein, von diesen Opfern von Rassismus-Ding, die sich dann wehren mit Bananen und so. Es ist ja gut, man zeigt jetzt ein Zeichen
und tut sich dann selber zum Affen machen. Aber eben, man tut sich selber nicht Gutes und man unterstützt dadurch auch nicht die anderen. Man zeigt einfach, dass man mutig ist. Aber was ist jetzt gegen Weiße? Ich bin halt weiß, oder? Also weiß. Ich bin braun. Hellbraun. Was könnte man gegen ihn sagen? Ich würde jetzt, egal wie schlimm es ist, nicht so extrem sensibel sein wie die Schwarzen. Wenn man denen Nicker sagt oder so. Ja, so sensibel sein und dann so blöd tun und noch eine Banane essen oder so. Weil wir sind auch Affen. Das ist einfach die Evolution. Und solange als wir nicht uns ändern, werden wir auch im Affen bleiben. Also ich hätte es gern, wenn ich ein Drachen sein würde, also von den Drachen abstimmen würde. Aber das geht halt leider nicht. Aber ich habe mich als Affe akzeptiert, seit ich eigentlich geboren bin. Und wieso nicht? Das muss für mich keine Beleidigung sein. Und deshalb muss man eigentlich auch nicht rassistisch sein oder so. Weil egal welche Haut man hat, man ist die gleiche Rasse. Also tut man sich eigentlich nur... Ja, man tut Lügen. Man tut eigentlich ungewollt Lügen. Und ja, so Rassismus ist wirklich unter aller Sau und es Anti-Rassismus auch unter aller Sau. Einfach still sein. Einfach still sein. Ich brauche mehr Mana. Nein, brauchst du nicht. Du hast schon wieder halbes Mana. Diese schnelle Regeneration, das ist so cool. Man findet nur Schrott. Man findet nur Schrott. Ein gutes Item haben wir jetzt diese Aufnahmesession gefunden. Ein einziges gutes Item. Das ist der Ring gewesen. Ja, das andere war ja schlechter. Ich habe es ja genommen, weil es ein bisschen anständigere Bonus gab. Meine Gesundheit hier zurück. So, noch ein kleines bisschen, dann ist Feierabend. Für mich. Ah, das ist der Schlüsselwächter. Ich habe noch keinen einzigen Schlüssel in meiner gesamten Diablo 3 Ding bekommen, weil ich einfach zu wenig spiele. Oder zu passiv, also nicht konzentriert auf die Schlüssel und so weiter. Dass ich eigentlich nie viel gekillt habe. Was ist denn los? Wieso hast du so viele? Und wieso weichst du denn Attacken im Nass? Das geht mal nicht, du Pussy. Du alte Pussy. Und tot. Yeah. Von allen guten Geistern besessen. Über den Tod hinaus. Ein Bannersiegel. Und sonst nichts. So. Zombie-Angreifer. Piranhas. Eis-Piranhas. Ich weiß nicht, dass der Piranado... Der ist zwar richtig gut, dass die Gegner zusammenkommen, aber ich nehme mal die Eispiranhas. So, setze sie auch mal ein. Aber zuerst will ich noch kurz die Dinge anschauen. Erreicht Stufe 70. Erreicht Stufe 60. Erreicht Stufe 10. Erreicht Stufe 60 mit 5 Charakteren. Am 16.04.14. 16.04. Ah, das war schon wahrscheinlich die... Hexendoktor hatte ich schon auf Stufe 61 vor diesem Datum.
Welches Charakter war denn das? Weiß ich nicht. Die Zauberin war ja sehr viel früher schon. Stufe 60. Keine Ahnung, wie das gezählt wird. Zusammenfassung, also erreicht Stufe 70 mit dem Hexendoktor. Erreicht Stufe 70. Das erste Mal. Legt zeitgleich ein Zeremonienmesser, eine Vodomaske und ein Mocho an. Trefft die folgenden fahrenden Händlern. Aha, ja. Und was haben Konsumkultur? Hört euch alles an, was die Hände des Staaten Akt 4 zu sagen haben. Ja. Okay, wie viel habe ich? 39%. Andere hätten schon lange 100%. Und ich bin natürlich sehr langsam. So. Okay. Aber ich spiele zu einem gar nicht Hardcore. Und zum zweiten auch nicht Coop oder so. Also ich würde gerne Coop machen, aber die meisten Kollegen haben leider keinen Bock. Aber wenn ihr mich hinzufügen wollt, da oben ist das Teil, also Drago Basler, Hashtag 2591, könnt ihr hier unten eingeben und dann könnt ihr mit mir quasseln. Und leider sind alle meine Kollegen schon längere Zeit nicht mehr online gewesen. Der Global Star hat gesagt, er hat keinen Bock mehr. Der ist noch recht weit gewesen. Man kann nicht da, also Profil kann man anschauen. Ja, der hat auch sehr viele. Ah, hier kann man es anschauen. Machen wir das weg. Ja, der hat 260 Paragon-Stufen. Shit. Ja, der war sehr, sehr weit. Der hat wahrscheinlich 8 Zuni Master Set, oder? Keine Ahnung. Die Cleanerin. Ja, der ist richtig suchtig gewesen. Ja, also dürft ihr mich hinzufügen. Könnt mit mir ab und zu zocken, aber ich habe nicht so viel Zeit. Aber ja, und bei Skype könnt ihr mich auch hinzufügen. Aber bitte da nicht nerven. Also immer wieder schreiben einfach, wenn ihr telefonieren wollt oder so. Und ja, also machen wir das nächste Mal wieder weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und ja, Dankeschön fürs Schauen. Bis das nächste Mal. Ich habe den Großvater gefunden. Das war eine legendäre Waffe. In Diablo 2, es hat fast niemand gefunden, diese Waffe. Leider ist in Diablo 3 nicht mehr so selten, aber immerhin noch sehr gut. Mit 2872,7 Schaden pro Sekunde. Eine richtig gute Waffe. Aber leider nichts für einen Hexendoktor, aber ich kann ihn ja dann einer anderen, zum Beispiel dem Tempel, also ja, dem Tempelwächter geben. Jo, und ich habe ein bisschen Paragon gelevelt, also eigentlich habe ich ja nach dem Stein gesucht, nach einem Kauderwelsch-Stein, habe jetzt hier 4 Levels geschafft, geht ganz schnell, also ja, ihr habt nichts verpasst. Und gestattet habe ich bei Abenteuer habe ich Ressourcenkosten, bei Defensivwiderstand, Offensiv, Angriffsgeschwindigkeit und Basisbewegungsgeschwindigkeit genommen. Jo, sonst hat sich eigentlich nicht viel geändert. Diese Hosen sind neu und ich glaube diese Schulterplatten sind neu und ich habe hier noch eine Vorlage, die löse ich gleich ein. Aha. So.
Gut, jetzt haben wir hier einen makellosen imperialen Amethyst. Können wir leider noch nicht nehmen. Ich könnte hier die schon aufstufen. Stimmt. Oder wo ist dieser neue Kristall? Ah, hier. Königlicher Topaz. Oh, sehr schön. Wenn wir hier ein paar herstellen. Da können wir dann auch einen königlichen Topaz haben für den Helm. Ich hoffe, das kostet einfach nicht zu viel. Ich brauche noch einen. So. Ich hoffe, es geht schon. Nein. Hä? Braucht es schon drei? Ja, jetzt. Aber wir haben sehr viel Gold verloren. Sehr viel. So, tauschen wir den aus. Da. Mehr MF ist immer gut. So. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar viel Geld weniger, aber das ist auch die einzige gute Ausgabequelle. So. Und beim Händler noch ein paar Sachen verkaufen. Ich brauche unbedingt Crit-Chance. Da habe ich es verkauft. Okay. Die hatten keine Sockel. Nein. Also. Ja. Bis für euch gleich. Ich mache noch ein bisschen weiter, suche noch weiter, dann nehme ich wieder eine Aufnahmesession auf. Also bis dann, bis gleich.